Schönen Dank für die einleitenden Worte. Und wir beginnen gleich von vorne weg, weil ich habe viel Stoff mitgebracht und leider nicht ganz so viel Zeit. Ich denke, es ist würdig und recht, Jubiläen zu feiern, wie sie fallen. Und in diesem Jahr, nahezu in diesem Jahr, denn am 4. Oktober 1957, also vor ziemlich genau 60 Jahren, genauer können wir die Amateurfunktagung nicht mehr ausrichten, wurde von der Uhr der SSR Sputnik 1 als erster Satellit überhaupt in die Erdumlaufbahn geschickt. Seitdem wird Funkübertragung, also der Satellitenfunk, sowohl für die Satellitensteuerung als auch für die Satellitenfunkkommunikation ganz allgemein verwendet. Und ich denke, 60 Jahre sind ein gutes Jubiläum, um an einer funktechnischen Tagung ein bisschen zu reflektieren und sich mit der dahinterstehenden Technik mehr und mehr auseinanderzusetzen und ganz allgemein diese interessante Sparte der Kommunikationstechnik näher zu beleuchten und ein bisschen auch runterzubrechen auf den Amateurfunkdienst, aber wir wollen es breit halten, denn wir Funkamateure wollen uns ja auch breit informieren und breit technisch mit dabei am Zahn der Zeit sein. Bis hin zur aktuellen Funkkommunikation, wo heute bereits im anderen Hörsaal referiert wurde. Und bereits 5 Jahre später, denn am 23. Januar 1962, also das zweite Jubiläum, 55 Jahre, wurde eine erste Fernsehsendung von wenigen Minuten von den Vereinigten Staaten aus nach Europa über den Kommunikationssatellit Telestar 1 übertragen. Seither werden Satelliten sowohl für Rundfunk- und Fernsehversorgung als auch die Individualkommunikation eingesetzt. Und sie ermöglichen quasi den Satellit als Relaisfunkstelle im Weltall, wie wir alle wissen, oder im Weltraum mit definierter Höhe über der Erde, über weite Bereiche per Funk zu kommunizieren oder auch große Bereiche fernmeldetechnisch abzudecken. Die Technik erfordert zumindest 2 Funkstellen auf der Erde, die sendende Bodenstation und die empfangende Bodenstation, die das vom Satellit auf eine andere Frequenz umgesetzte Signal empfängt bzw. weiterverarbeitet. Und das bringt mich genau zu dieser Übersicht, die wir uns jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde bis Stunde, sofern es mir der Jochen gestattet, näher ansehen. Nämlich genau die Technik dahinter. Da gibt es einige interessante Finessen. Warum funktioniert das überhaupt? Wie kann das funktionieren? Und wie kann ich mit einer riesen Pfaddämpfung dazwischen, mit einem Pfadverlust dazwischen, trotzdem noch Funkkommunikation machen und das sogar ziemlich gut. Und wir werden das sogar gemeinsam durchspielen und werden sehen, ja, das kann funktionieren und das funktioniert auch. Wir schauen uns die Kepler-Daten an, die Funkfeldparameter eben mit dem großen Dämpfungsfeld dazwischen, dem Link-Budget und auch Latenzzeiten, weil bei so großen Entfernungen von einigen 10.000 Kilometern beispielsweise habe ich hier auch Zeiten dazwischen, die überwunden werden müssen. Und einen Einblick auf Systemebene, am Blockschaltbildebene zu möglicher Schaltungstechnik hin, sowie zum Abschluss auch ein bisschen ein Gefühl, was ist gut und was ist nicht so gut aus technischer Sicht. Die Erdefunkstelle ist also salopp die sendende Bodenstation, so ist sie definiert. Die Satellitenkommunikationseinrichtung, ganz allgemein die SKE, die Satellitenempfangsanlage, die empfangende Bodenstation. Ich gehe sukzessive durch, damit mir hoffentlich alle bis zum Schluss folgen können und werde immer tiefer einsteigen in das entsprechende technische Paket. Die Aufwärtsstrecke bzw. der Uplink, also der Funkweg von der Erdefunkstelle hinauf zum Satelliten, ist die Aufwärtsstrecke bzw. der Uplink und es wird hier in aller Regel die höher frequente Kommunikationsfrequenz verwendet, weil bei der Erdefunkstelle ein entsprechender Aufwand für die Bereitstellung zum Beispiel hoher Senderenergien eher möglich ist und auch mit dem Wirkungsgrad nicht ganz so gehadert werden muss bzw. nicht ganz so hohe Priorität beigemessen werden muss wie am Satelliten selbst. Denn bei der Abwärtsstrecke, der Downlink, der Funkweg vom Satelliten hinab zur Bodenstation wird eher mit der niederfrequenten Frequenz beaufschlagt, wegen dem einerseits tieferen Frequenz etwas geringeren oder deutlich geringeren Pfadverlust,
der Ausbreitung der elektromagnetischen Welle. Und die Energieversorgung, die ja am Satelliten begrenzt ist, die dort typischerweise durch Solar- oder Brennstoffzellen oder auch Nukleargeneratoren erfolgen kann, hier eine wesentliche Rolle spielt und insbesondere auch der Wirkungsgrad. Und dazwischen, sowohl von der Bodenfunkstelle zum Satelliten, wie auch vom Satelliten zur Empfangsstelle, liegt zumindest dieser allbekannte Ausdruck, den ihr ja schon öfters bei mir auch gehört habt und alle Nachrichtentechniker ihn sonst auch kennen, der sogenannte Pfadverlust. Zumindest, weil gerade im Satellitenfunk und bei den großen Entfernungen noch einige Finessen hinzukommen, die wir auch im Rahmen dieser Würdigungsstunde für die Satellitentechnik näher Besprechung finden wird. Jetzt kennen wir zur Unterscheidung vier prinzipielle Kommunikationssatellitenanwendungen, nämlich einerseits den sogenannten Fernmeldesatelliten, als, wie wir besonders wissen, im funktechnischen Dienst als Relaisstelle im Weltraum zur Funkkommunikation für Fernmeldedienste, um zum Beispiel Funktelefonie oder auch Datenübertragung über den Satelliten zu fabrizieren. Der Rundfunksatellit zur zeitgleichen, quasi parallelen, weiten Verbreitung von Rundfunkprogrammen, um ein großes Empfangsgebiet, also viele Empfangseinrichtungen damit auszuleuchten oder gleichzeitig zu versorgen. Die Navigationssatelliten für die Standortbestimmung durch geostationäre Satelliten und die sogenannten Erderkundungs- oder Beobachtungssatelliten, die in der Regel mit Sensoren, mit Mess- und Kontrollfunktionen ausgestattet sind und sie teilen ihre quasi Beobachtungen via der Abwärtsstrecke an die entsprechenden Empfangseinrichtungen mit. Typische Anwendung ist hier zum Beispiel die Satellitengeodäsie, also das Ausmessen und Abbilden der Erdoberfläche mittels Satellit. Wettersatelliten, weiter auch die militärische Überwachung. Hier auch Beobachtung, drum Erderkundungs- und Beobachtungssatelliten. Typischerweise können solche Parameter sein Wind, Lufttemperatur, Oberflächentemperaturen von Wasser- oder Landflächen, Zustand der Erdatmosphäre oder der Atmosphäre allgemein, Infrarotradiometer oder auch Strahlungsmessgeräte, um damit an der Erdoberfläche, an bestimmten Bereichen eben einen solchen Datensatz zu generieren oder auch zu warnen. Na, und in der Regel wird ein Satellit über eine Trägerrakete ins Weltraum, ins Weltall, in den Weltraum befördert und an einer vorberechneten Position, im Idealfall, ausgesetzt. Hierbei kann zunächst zwischen den GEO-Satelliten, geostationären Satelliten, und den LEO-Satelliten, den sogenannten Low-Earth-Orbit-Satelliten, unterschieden werden. Der Satellit nimmt eine Umlaufbahn in Form einer in der Regel Ellipse um die Erde ein. Diese Ellipse geht in eine kreisförmige Umlaufbahn über, wenn der Satellit in einer solchen Höhe über dem Äquator positioniert ist, dass seine Winkelgeschwindigkeit mit derjenigen der Erddrehung übereinstimmt. Der Satellit bewegt sich in solchen Fällen synchron mit der Erde. Von der Erde aus gesehen wirkt der Satellit im Raum feststehend. Das wird man hier anhand dieser Animation recht schön erkennen. Der Satellit und die Erde, alle drehen sich in weitgehend gleicher Geschwindigkeit und somit sieht der Satellit von der Erde aus gesehen immer am gleichen Punkt stehend. Ein geostationärer, ein geosynchroner, sagt der Ausdruck schon recht schön, ein geosynchroner Satellit. Der Satellit bewegt sich also in solchen Fällen synchron mit der Erde. Von der Erde aus gesehen wirkt der Satellit im Raum feststehend. Ein geostationärer Satellit. Und dann haben wir, was die Kreisbahn betrifft, Perigäum gleich Apogäum. Also andersrum ist das nicht der Fall, so handelt es sich um eine Bahn mit elliptischen Ausprägung
oder eben Apogeum von der Erde, der am weitesten entfernte Punkt der Umlaufbahn, und das Perigeum der Erde, nächste Punkt auf der Umlaufbahn. Wenn wir geosynchron sind, sind wir beide rund, dann ist Apogeum gleich Herogeum. Bei rund 35.800 Kilometer Entfernung oberhalb der Erde heben sich die Erdanziehungskraft und die von der Winkelgeschwindigkeit eines Satelliten bewirkte Zentrifugalkraft auf. Der geostationäre Orbit ist dann die kreisförmige Umlaufbahn direkt über dem Äquator. Ein Satellit im geostationären Orbit umrandet die Erde also mit ihrer eigenen Drehgeschwindigkeit und ihrer entsprechenden Drehrichtung, so dass sein Verhältnis zur Erdoberfläche nahezu ortsfest stehen bleibt. Und wir können rechnen, 35.786 Kilometer Entfernung von der Erdoberfläche plus 6.371 Kilometer Erdradius ist gleich die vielleicht schon einmal gehörten 42.175 Kilometer Entfernung vom Erdmittelpunkt. Intelsat oder auch Inmarsat drehen zum Beispiel mit gleicher Winkelgeschwindigkeit wie die Erde und sind daher synchron 36.000 Kilometer über dem Äquator beispielsweise. Diese Orbitposition, von der wir jetzt kurz gesprochen haben, die Lage eines geostationären Satelliten bezogen auf Süd, also beispielsweise 21,2 Grad Ost, würde dann bedeuten, dass sich der Satellit von der Südrichtung aus gesehen 21,2 Grad in östlicher Richtung über dem Äquator befindet. Ein solcher geostationärer Satellit eignet sich daher besonders gut für Kommunikationsanwendungen, weil die Bodenantenne, die ständig auf den Satellit ausgerichtet werden muss, kein Schwenksystem, keine Nachführung erfordert. Ganz klar wird dies bei unseren TV-Satelliten, bei der HMTV-Anlage, wo auch die Haussatellitenschüssel typischerweise fix ausgerichtet und positioniert wird, bei Astra, bei uns in der Regel die 19,2 Grad von Mitteleuropa. Das sind nämlich genau auf einem Punkt im Himmel ausgerichtet ist und dort hoffentlich auch verbleibt. Ein solcher Geosatellit, ein geostationärer geosynchroner Satellit, könnte aufgrund seiner vorteilhaft hohen Position tatsächlich rund ein Drittel bis rund 40% der Erdoberfläche ausleuchten. Damit könnte man eigentlich mit nur drei geostationären Satelliten bereits nahezu das gesamte Empfangsgebiet um die Erde oder das sinnvoll verarbeitbare Empfangsgebiet ausleuchten. Abgesehen von den Polarregionen, wo ohnehin keine größere Menschenpopulation vorhanden ist. Tatsächlich wird es meistens ein bisschen anders sein, um den Aufwand geringer zu halten. Arbeitet man mit stark bündelnderen Antennen, mit stärkerem Gewinn, schränkt die Ausleuchtgebiete etwas ein und hat aber dafür auf der anderen Seite nicht ganz so einen hohen technischen Aufwand. Und wenn ich jetzt von Geosatelliten gesprochen habe, mit den hohen Sendeleistungen, die gleichzeitig natürlich auf der Empfangerseite auch möglichst rauscharme Eingangsstufen und stark bündelnden Antennen benötigen, haben wir auf der anderen Seite die bereits angesprochenen LEO-Satelliten mit einer sehr niedrigen Umlaufbahn im Verhältnis zu den GEO-Satelliten, eher in der Größenordnung von so 700 bis 1500 Kilometer über der Erde. Dies bedeutet, dass von der Erde aus ein solcher Satellit nur ein paar Minuten in Sicht und damit in Funkkontakt bleibt, weil er die Erde in weniger als 2 Stunden in der Regel umrundet. Von der Erde aus bleibt also ein solcher Satellit nur wenige Minuten in Funkkontakt und in der Regel muss ich auch für eine Nachführung sorgen. Es kann in dieser Zeit nur eine sporadische Kommunikation stattfinden. Während bei den geostationären Satelliten häufig der direkte Weg vom Satelliten zum Teilnehmer durch Hochhäuser, Bäume und so weiter versperrt sein kann, ist dies bei den tiefer fliegenden Satelliten, LEO-Satelliten, in der Regel kein Problem, da gleichzeitig mehrere Alternativwege über andere Satelliten in Sichtweite möglich sind.
Der Steuerungsaufwand für die Wegesuche und das Handover zwischen den Satelliten ist aber dann entsprechend höher, aber heute trotzdem aufgrund der fortgeschrittenen Technik unerheblich. Beispiel wäre hier für so ein Kommunikationssatellitennetz Iridium oder Globalstar. Ja, und so läuft es dann, typischerweise bei Iridium. Solche bilden dann einen Satellitenverbund. Bei Iridium sind es zum Beispiel 66 Satelliten, die ein Kommunikationsnetz untereinander bilden. Häufig sind durchaus mehrere Satelliten eines Verbundes zur gleichen Zeit an einem Ort in Sichtweite, wie wir gleich sehen werden. Somit wird eine paketorientierte Kommunikation von einem Punkt auf der Erde über mehrere teilweise wechselnde Satelliten zu einem anderen Punkt auf der Erde möglich. Gegebenenfalls können sich auch unterterrestrische Strecken am Boden ergänzt werden. Ein solches Iridium, das Iridium-System ist zum Beispiel ein weltumspannendes Satellitenkommunikationssystem mit den 66 aktiven Satelliten auf 6 Umlaufbahnen und zusätzlich einem oder mehreren Reservesatelliten. Und wann ich schon von der Ausleuchtung gesprochen habe, schauen wir da mal kurz weiter. Dann läuft das so in dieser Art und Weise. Und wir sehen hier an den Randzonen sogar eine sich überlappende Ausleuchtung und die 6 Bahnen und die rund 66 Satelliten plus ein paar Reservesatelliten, die eine weltumspannende Kommunikation zu nahezu jedem Zeitpunkt erlauben. Ist, glaube ich, ziemlich eindrucksvoll. Bei Iridium haben wir zum Beispiel von jedem Standort auf der Erdoberfläche, von einem Pflichtenheft, jederzeit die Möglichkeit, wenn klare Sicht zum Himmel in alle Richtungen ab einem Höhenwinkel von 8,2 Grad besteht. Um einwandfrei und unterbrechungsfreie Kommunikation sicherstellen, darf also bis zu diesem Höhenwinkel von 8,2 Grad die Sicht zum Himmel nicht gestört werden. Als Faustregel gilt die ausgestreckte Hand, wenn ich so über die Region schaue, dann sind es ziemlich genau mit diesem Meter 8,2 Grad. Und da soll kein Objekt hineinragen, dann bin ich ganz gut dabei, dass ich auch wirklich die Kommunikation zustande bringe. Und durch die hohe Abdeckung mit den 66 klappt es auch ganz gut. Naja, jetzt haben wir die tieffliegenden und die hochfliegenden Satelliten. Weiters besteht auch die Möglichkeit, die Auswahl von Umlaufbahnen zwischen denen von geostationären und Low-Earth-Orbit-Satelliten zu legen. Die sogenannten MEOs, die Medium-Earth-Orbit-Satelliten, mit einer Höhe von rund 6.000 bis 20.000 Kilometer über der Erdoberfläche und elliptischen Bahnen. Durch eine gezielte Mischform unterschiedlicher Umlaufbahnausprägung kann ein Verbund von Satelliten abdecken und gewünschte zeitliche und oder örtliche notwendige Abdeckung und Bandbreite oftmals erreicht werden bzw. bereitstellen. In der Größenordnung haben wir es hier mit Umlaufzeiten von 4 bis 12 Stunden zu tun mit diesen MEO-Satelliten. LEO mit der MEO und GEO-Satelliten. Was mich nun weiterbringt, zu den technischen Erfordernissen, dass so ein Werk überhaupt funktionieren kann und dass die Kommunikation darüber funktionieren kann. Wir arbeiten uns langsam Stück für Stück bis zur Sendeleistung vor und sehen dann, mit wie viel oder mit wie wenig Sendeleistung so etwas tatsächlich funktionieren kann. Aber wenn wir jetzt schon von Satellitenbahnen gesprochen haben, so ist es auch real natürlich so, dass die exakten Bahndaten der Satelliten ständigen Änderungen unterworfen sind. So bewirken inhomogene Gravitationskräfte eine Lageveränderung der Satellitenbahnen. Die Reibung in den höheren Schichten der Erdatmosphäre bremst die Satelliten ab. Sonnenstürme sowie auch der Lichtdruck und auch die Anziehungskraft des Mondes zeigen ebenfalls Auswirkungen auf die tatsächlich ideale vorberechnete Bahn.
Deshalb werden die Positionen der Satelliten ständig überwacht und täglich neue Bahndaten berechnet und herausgegeben. Die tatsächliche Bahnbestimmung erfordert 6 voneinander unabhängige Parameter. Und die Bahnanomalien. Da haben wir die große Halbachse der Bahnellipse und die numerische Exzentrizität der Bahnellipse. Sie gibt die Form der Bahn an, die Inklination, die Reaktanzension des aufsteigenden Knotens und das Argument des Perigäums, die Lage der Bahn im Raum und schlussendlich brauchen wir auch einen Zeitbezug. Die Kepler-Elemente sind somit die Grundlage, um mittels Bahnberechnungsprogramm die genaue Position des Satellitens am Himmel bestimmen zu können und ja, um gegebenenfalls unsere Antennen auszurichten, nachzuführen und nachzujustieren. Verwendung bei den Vorhersagedaten finden in der Regel das sogenannte NASA-Tuller-Format, wo es auch regelmäßig abgebildet wird und das in den Informationen etwas abgespeckte AMSAT-Format, was in der Regel auch davon abgeleitet ist. Und dann kennen wir noch ein eher selten verwendetes sogenanntes Vektorformat. Diesen Angabensatz brauchen wir jetzt, damit wir unseren Satelliten genau bestimmen können, wo er sich denn zurzeit befindet. Wenn wir das noch einmal aufdröseln und zum Beispiel einen beispielhaften Datensatz eines willkürlich gewählten, hier des japanischen Kubusat 3 in Form des Tuller-Formats abbilden, dann würde aus einer entsprechenden Vorhersage genau dieser Zweizeiler mit der Angabe des Satelliten herausgespuckt werden, publiziert werden. Und daraus lässt sich nun im AMSAT-Format ableiten der Satellit, die Katalognummer aus dem NORAD-Katalog, sie definiert jeden Satelliten weltweit mit einer genauen fünfstelligen Nummer. Bis hin zur Inklination, das Argument des Perigäums. Sie können es auch jederzeit hier sehen, zum Beispiel der Wert hier ist hier als Argument des Perigäums in Grad noch einmal herausgelesen. Die Verzögerungsrate in Umläufe pro Tag und so weiter und so fort und einige zusätzliche Informationen. Und genau das füttern wir dann in der Regel in den Bahnberechnungsprogrammen hinein. Na, und wenn wir jetzt ungefähr wissen, wo unser Satellit steht, dann können wir uns ein bisschen weiterspielen, nämlich für die Hochfrequenztechnik besonders interessant mit den Funkfeldparametern. Die Verringerung der Signalstärke zwischen Sender und Empfänger liegt darin begründet, dass, wie wir wissen, sich eine bestimmte Leistung von der Sendeantenne her ausbreitet und somit die ursprünglich vorhandene Senderenergie auf eine stetig größer werdende Ausleuchtfläche verteilt wird. Man kann sie somit auch als Dispersion bezeichnen. Und wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, wir haben hier eine Satellitenfunkstelle an der Erdoberfläche, haben einen hochschwebenden Satelliten, in dem Fall gehen wir von geostationären Satelliten aus. Dann haben wir die sogenannte Orthodrome, der kürzeste Verbindungsweg zweier Punkte auf der Erdoberfläche. Na, und wenn ich den Erdmittelpunkt kenne, die Satellitenhöhe kenne und den Erdradius kenne, dann kann ich auch auf den Elevationswinkel schließen und über den Ausdruck hier auf die Funkfeldlänge. Und wenn ich die Funkfeldlänge kenne, dann kenne ich auch zumindest einmal den Pfadverlust. Der Subsatellitenpunkt wird auch noch öfters in den Mund genommen. Es ist der Schnittpunkt der gedachten Linie vom Satelliten zum Erdmittelpunkt mit der Erdoberfläche. Ist der Satellit geostationär, so hat er einen festen Subsatellitenpunkt. Dies ist nur auf einer Umlaufbahn über dem Äquator möglich. Na, und Sie ahnen schon, jetzt habe ich einmal für Sie eine Runde gerechnet und wir können das auch einmal nachvollziehen. Nämlich
für zwei verschiedene unterschiedliche Frequenzen mit unserer Erdefunkstelle hier auf der Erdoberfläche, komme ich bei gut 50, 51 Grad auf eine Funkfeldlänge von knapp 37.000 Kilometern. Und knapp 37.000 Kilometer heruntergebrochen auf den Pfadverlust bei 10,5 GHz, nehmen wir das Amateurband, sind gut 204 Dezibel. Das ist eine ganze Menge, oder? 204 Dezibel müssen wir da irgendwie überwinden. Und wie Sie aber praktisch wissen, funktioniert das. Ich habe noch einmal für Sie eine Runde gerechnet. Habe runtergebrochen von 10,5. Wir wissen ja, geringere Frequenz, haben wir nicht so einen starken Pfadverlust, liegen wir bei gut 190 dB Pfadverlust. Ist nur immer eine ganze Menge. Es sind auch nur 13 dB Unterschied, trotz diesem relativ starken Frequenzunterschied. Jetzt könnten wir mal versuchen, im dezenten Grau habe ich sie eingezeichnet, dass wir unsere Funkstelle auf Mitteleuropa setzen, weil da sind wir ja woanders. Wir machen ja das, damit wir auch ein praktisches Gefühl bekommen. Und wir wissen, dass ein geostationärer Satellit ungefähr 41.000 Kilometer von Mitteleuropa entfernt ist. Damit wird gerade von Mitteleuropa gesehen die Elevation entsprechend geringer, könnte sogar etwas negativ sein. Und wir sind tatsächlich bei unseren nahezu 42.000 Kilometer Entfernung. 42.000 Kilometer ist andererseits noch weiter als 37.000 Kilometer entfernt. Das heißt, die Funkfelddämpfung muss noch ein bisschen höher sein. Aber es macht nicht mehr das große Krautfett. 205, 204 dB. Das gleiche bei 2,4 GHz. 191 dB zu 192,5 dB. Naja, wir wissen aber auch, bei doppelter Entfernung zwischen Sender und Empfänger verringert sich der Empfangssignalpegel um 6 dB. Und wenn wir schon mal so weit weg sind, sind wir ja von der doppelten Entfernung weit entfernt. Wir machen ja nur den Sprung zwischen 37.000 und 41.000 Kilometer und drum dieser relativ kleine Unterschied. Und wir können uns somit auch merken, für geostationäre Satelliten spricht man daher im Mittel in etwa von grob 200 dB Pfadverlust. Wenn wir uns das als Faustregel merken, dann sind wir schon ganz gut mit dabei. Bei doppelter Frequenz im Übertragungsweg verringert sich die Feldstärke um 6 dB. Na, und das stimmt auch ziemlich gut, weil unser Sprung von 2,4 auf 10,5 GHz sind knapp 13 dB Unterschied. Und dann sind wir mit dabei. Jetzt habe ich zuvor schon darauf hingewiesen, die Funkfelddämpfung ist nicht der einzige Parameter, der bei so einer Satellitenfunkverbindung über so große Entfernungen eine Rolle spielt. Denn wir haben auch die atmosphärische Dämpfung, bedingt durch den unkondensierten Wasserstoff, Sauerstoffmoleküle etc. Ein Teil der elektromagnetischen Energie wandelt sich dabei in Wärme um. Ein anderer Teil wird aufgrund der Strahlerfunktion der Moleküle zerstreut. Da gibt es verschiedene Kurven auch. Erste Maximalwerte liegen zum Beispiel bei 22 und 60 GHz. Es tritt dann ein Resonanzfall der Moleküle ein. Da Sauerstoff nur mit einer bestimmten Höhe, so bis etwa 100 Kilometer in nennenswerten Umfang existiert und das Auftreten von Wasserstoffmolekülen erheblich unter der maximalen Sauerstoffhöhe bleibt, setzt man hierfür eine mittlere Höhe von 50 Kilometer als Rechnungsgrundlage an. Bei 90 Grad Elevation hat das Signal demnach eine dämpfende Schicht von 50 Kilometer zu durchstoßen. Das entspricht einer Mindestdämpfung von einem zusätzlichen halben dB bei flacher Elevation und wird zunehmend mehr. Wetterbedingte atmosphärische Dämpfungen sind in der Größenordnung von ebenfalls kleiner 1 dB bis einigen wenigen dB anzusetzen. Wir haben zusätzlich die Polarisationsentkopplung,
bedingt durch Polarisationsdrehungen, Polarisationsverwerfungen im Übertragungsweg. Und die sind aber auch in der Größenordnung von in der Regel kleiner 3 dB anzusetzen, wenn es wirklich blöd hergeht und die beiden Wellen oder quasi einfallende Welle zu Empfangsantenne 90 Grad zueinander stehen würden oder so, kann es in der Größenordnung bis 10, 20 dB ausmachen, aber es ist nicht der Regelfall, es wird nicht der Regelfall sein. Das kennen wir auch von Kurzwellenverbindungen, wo wir Raumdrehungen drinnen haben etc. Da sind wir natürlich in einem ganz anderen Frequenzbereich. Und die Dämpfung durch den Zielfehler, bedingt durch die Trübung der Ausrichtung, umso größer, je kleiner der Öffnungswinkel der Strahlungskeule, desto höher ist natürlich einerseits der Gewinn, aber auch andererseits der Zielfehler. Kurz nur zur Polarisationsdämpfung von vorhin. Spielt bei zirkular polarisierten Antennen, und sehr oft wird er zirkular gearbeitet im Satellitenfunk, dann eine Rolle, wenn der drehende Feldstärkevektor aus Sicht der Empfangsstation die rein zirkulare Form verlässt und über eine elliptische Zwischenform schließlich eine sehr schlanke, quasi lineare Ellipse beschreibt. Dass es zu starken Entkopplungen, Dämpfungen kommt. Ja, und wenn wir diese ganzen zusätzlichen Dämpfungen beachten, dann können wir ansetzen, das, was wir in der Nachrichtentechnik gemeinhin als sogenannten Link-Budget bezeichnen, also quasi die wirkliche Dynamik, was da drinnen zu veranschlagen wäre an Dämpfungen, einmal der Pfadverlust plus atmosphärische Dämpfung plus Polarisationsdämpfung plus die Fehler durch die Trübung bei der Ausrichtung. Na, und Sie ahnen, ich habe noch einmal für Sie eine Runde gerechnet, weil wir da besonders schön was eigentlich sehen, was Sache ist. Und dann kommen wir zum sogenannten Link-Budget. Ich würde es bezeichnen als ein Etat, als einen Verbindungshaushalt, quasi die Dynamik zum Veranschlagen der Funkstrecke. Die andere Literatur, die englischsprachige Literatur, kennt es auch sehr oft als Link Margin bezeichnet. Ich habe hier auf der Folie die Berechnung für noch einmal das 10,5 GHz Band vorgenommen und für die 2,4 GHz. Grunddämpfung plus die verschiedenen Elevationswinkeln, hohe bzw. flache, eben Mitteleuropa oder eher näher beim Satelliten von der Funkstelle angerichtet. Und da sehen wir, besonders hier für Mitteleuropa, besonders flache Elevation. Die erste Fresnel-Zone ist dann auch in der Regel nicht mehr frei. Liegen wir in einer Größenordnung bei 2,4 GHz, bei 8 dB, bei 10 GHz, bei 10 dB. Die Dämpfung durch den Zielfehler, na, da habe ich einmal salopp prophylaktisch angenommen, am Sender eine Antenne mit 25 dBi Gewinn und einer Fehlausrichtung von einigen wenigen Grad, am Empfänger eine Antenne mit 17 dBi Gewinn und ein bisschen mehr Fehlausrichtung, würde hier insgesamt rund 2 dB begeben. Ergeben. Und wenn ich jetzt beginne wieder zu addieren, die einzelnen, die Grunddämpfung, den Pfadverlust plus die einzelnen herausgearbeiteten zusätzlichen Dämpfungen hinzu für 10,5 GHz bei 51 Grad Elevation wären 209 dB insgesamt an Link-Budget, an Verlust zwischen Sende, zwischen Satellit und der Erdefunkstelle. Das für Mitteleuropa heruntergebrochen, tiefere Elevation, sind noch einmal gut 10 dB dazwischen. Aber wir sehen natürlich auch, die 200 dB Pfadverlust dominieren die ganze Sache einmal ganz, ganz deutlich. Plus einiges noch dazu. Warum trotzdem der ganze Aufwand? Naja, andererseits erfordern 6 dB eine Vervierfachung der Leistung.
und wenn ich knapp kalkuliere, dann ist es durchaus sinnvoll, sich einmal zu überlegen, was da eigentlich im Hintergrund spielt und abläuft und solche zusätzliche Dämpfungen für Betrieb und Empfang zu berücksichtigen und kann über es geht oder geht nicht mehr entscheiden. Daher steht das simple Motto, die besten Reserven sind die, die man hat. Und diese Reserven setzen sich zusammen, wie wir bestens wissen, aus Antennengewinn, geringste Verluste durch Kabel und Stecker, weil da kann ich noch wirklich sparen, unter Anführungszeichen, und eine gute Bilanz rausholen, gute Antennenausrichtung und gegebenenfalls zielsichere Nachführung, rauscharme Vorverstärker und ausreichend, aber gezielt gewählte Sendeleistung. Na, und ich habe Ihnen ja gesagt, wir arbeiten sich vor bis zur erforderlichen Sendeleistung. Und da könnte ich wieder ansetzen, eine sinnvolle Empfängerempfindlichkeit, wie sie der Stand der Technik ist, zum Beispiel typischerweise für einen F3E-Empfänger für Funkkommunikation, schmalbandige Sprechfunkkommunikation wären minus 125 dBm für 12 dB Signal Rauschabstand. Na, und wenn ich von den minus 125 dBm ausgehe, muss ich die Verluste berücksichtigen, vom Empfänger selbst bis zur Antenne, den Gewinn die Verstärkung eines entsprechenden LNAs, den Gewinn der Sendeantenne, den Pfadverlust, den Gewinn der Empfangsantenne und wieder die Verluste von der Empfangsantenne bis hin zum Empfänger da oben und dann habe ich eine ordentliche Kalkulation aufgestellt. Na, und wenn ich mir das so tabellarisch schön überlege und Vorzeichen richtig addiere, dann komme ich bei einem Empfänger mit minus 125 dBm, Stand der Technik als Empfängerempfindlichkeit bei Schmalbandkommunikation und angenommen 0,5 dB bis 1 dB Verluste in Steckern und Kabeln und so weiter, auf eine Sendeleistung bei 10,5 GHz in Mitteleuropa für den geostationären Satelliten, für den wir zuerst gerechnet haben, mit der tiefliegenden Elevation von zumindest 22 Watt bei 12 dB Signalrauschabstand. Ja, bitte, ein Praktiker. Ja, Europa liegt sehr tief. Ich habe es für diese Werte durchgerechnet. Ich sage immer Mitteleuropa, ja, es ist etwas auch gerutscht, weil es einfach so schön ist. Ich wollte es der Grafik entsprechend haben und es ist schon richtig, wir sind da nicht ganz so tief, aber wir sind tief und für das Einzeichnen da und fürs Optische war es einfach. Der liegt ganz woanders. Da haben wir auch nicht die 41.000, 42.000 Kilometer, da haben wir ungefähr 37.000 Kilometer. Das ist bewusst woanders hingesetzt, damit wir eben ein paar Extremer drinnen haben. Bei tieferer Frequenz und einer entsprechend mageren Ausrichtung würde man auch immer bei minus 125 dB Empfängerempfindlichkeit auf ein knappes Watt Sendeleistung kommen, das funktionieren könnte und würde. Das würde jetzt die Konfiguration, dem Minimum bei rauscharmen Empfänger und sehr verlustenarmen Aufbau für dürftige 12 dB Signal Rauschabstand entsprechen. Für SSB fällt die Bilanz etwas günstiger aus, weil wir geringere, schmälere Empfangsbandbreiten haben. Andersrum lauern dort und da weitere Dämpfungen wie Schlechtwetterfronten, Nebelfelder, Einschränkungen der ersten Fresnelzone. Und daher gilt, wie wir bereits wissen, die besten Reserven sind die, die wir haben. Weil wir müssen ja trotzdem mit einem Worst Case rechnen oder den einmal ansetzen, damit wir halbwegs sichere Kommunikation zustande bringen. Allerdings gilt stets aus, kalkuliere die Sendeleistung gut und sinnig. Denn es gibt sogar Satelliten, die allzu laute Signale empfängsangseitig wieder
runterregeln. Wie machen es die Profis? Ich habe Ihnen da ein bisschen was aus einem Paper raus kopiert, dieses, was Sie auch gerne mal im Tagungsband nachlesen können. Die kalkulieren dann sehr gern über den Carrier to Noise, über den Signal-Rauschabstand. Aber im Grunde lässt sich es auch wieder zurückzuführen. Wir haben zuvor die Kalkulation über die minimale Empfangsleistung bei einem bestimmten Signalrauschabstand durchgeführt und sind zurückgekommen auf die Sendeleistung. Und bei der Berechnung vom Carrier-to-Noise und der Berücksichtigung den ganzen zusätzlichen Dämpfungen, Rauschtemperatur der Anlage, Fixwert, die Boltzmann-Konstante in dB Wattsekunden pro Kelvin und Empfangsrauschbandbreite, komme ich auch wieder auf die entsprechende Kalkulation, die mir dann den Signalrauschabstand ausspuckt. Und jetzt ist es auch ganz interessant, über diese großen Entfernungen von einigen 10.000 Kilometern ein Gefühl zu bekommen, wie schnell oder nicht schnell kann denn das in Verbindung mit der Lichtgeschwindigkeit funktionieren. Ja, und die Latenz können wir ansetzen mit zweimal den Durchmesser durch die Lichtgeschwindigkeit. Am Beispiel unserer dargestellten Verbindungen über den geostationären Satelliten mit den zwei verschiedenen Elevationswinkeln, die ich extra so zuvor auch angenommen habe. Kommen wir bei 37.000 Kilometer, also bei der ein bisschen geringeren Entfernung zum Satelliten hin, auf in etwa eine Viertelsekunde. Und auf 280 Millisekunden bei der noch größeren Entfernung. Mit geostationären Satelliten von der Erdstation zum Satelliten und zurück zum Dienstnehmer sind Signallaufzeiten von mindestens 239 Millisekunden zu erwarten. Hinweg von Anfragen und Rückantwort einer Antwort zusammen mit anderen Verzögerungsfaktoren und dem umsetzenden Satelliten selber ergeben somit Latenzen in der Größenordnung zwischen 500 bis 700 Millisekunden. Also bei geostationären Satelliten deutlich mehr als eine halbe Sekunde. Und die sind deutlich hörbar und auch spürbar. Damit haben wir ein Gefühl für den Pfadverlust mit über 200 dB. Damit wissen wir jetzt die Latenzzeiten in der Größenordnung von 500 Millisekunden oder noch etwas mehr. Und wir haben ein Gefühl für die Kleppeler-Elemente. Wir wollen uns nun anhand der Schaltungstechnik prinzipieller Schaltbilder auf Blockebene noch anschauen, wie am Boden und am All ansatzweise so etwas näher ablaufen kann. Und das wäre typischerweise vereinfacht für die Erdefunkstelle eines Fernmelde, eines Funkkommunikationssatelliten. Sie weisen im Regelfall neben dem Sendezweig auch zusätzlich einen Empfangspfad auf, um Halb- und Vollduplex zu ermöglichen. Die Speisung durch die Basisbandsignale, also das Basisbandsignal jener Frequenzbereich, in dem die Nutzinformation, der Nachrichteninhalt in natürlicher Art und Weise vorliegt. In der Funktechnik ist demnach von der Modulation und nach der Demodulation von der Übernahme des Nachrichteninhalts im Basisband die Rede. Wegen der im Satellitenfunk hohen möglichen Bandbreite werden oftmals mehrere Basisbandsignale parallel, also gleichzeitig, verarbeitet. Zusammengefasst in die HF-Lage, dann entsprechend abgestrahlt. Hier sitzt ein ganz wichtiges Bauelement, ein Zirkulator, der nämlich Hochfrequenz nur in eine Richtung passieren lässt und das wäre in dem Fall zur Antenne und auf der Empfangsseite, darüber geht es nicht, also habe ich den Empfangspfad in diese Richtung geöffnet. Rauscharme Vorverstärker auf der Empfangsseite, oft auch redundant ausgeführt, um Ausfälle zu minimieren. Und diese Signalverarbeitung im Empfangspfad kennen wir in der Regel von einer solchen eines Superheterodyn, also eines Überlagerungsempfängers, wo dann runtergemischt wird auf tiefere Zwischenfrequenzen,
tiefer liegende Frequenzen. Die Frequenzaufbereitung kann phasenstarr von einem einzigen Mutteroszillator oftmals sinnvollerweise abgeleitet werden. Das war die Erdefunkstelle. Jetzt machen wir noch einen Blick Richtung den Kommunikationssatelliten oben, hier mit ZF-Durchschaltung, denn der Satellit soll die von der Erdefunkstelle empfangenen Basisbandsignale möglichst ohne Veränderung in einer anderen Hochfrequenzlage, also Trägerfrequenz, wieder aussenden. Man spricht von einer sogenannten Durchschaltung, ZF-Durchschaltung. Dazu sind die verschiedenen Bauformen HF, ZF oder Basisbanddurchschaltung von der Empfangs- oder Sendeseite möglich. Also kann die Durchschaltung entweder direkt in der Hochfrequenzlage oder über die Umsetzung auf eine ZF und das Basisband erfolgen. War das ein Nein oder nicht beistimmen oder nicht bezogen? Schon beistimmend, danke. Und die eigentliche Signalprozessierung, also diese Verarbeitung, erfolgt in sogenannten Transpondern. Und wir denken hier wieder an das Prinzip vom typischen Überlagerungsempfängers. Sie stellen daher auch in der Regel die Bandbreitenbeschränkung dar. Denn der Transponder ist nichts anderes als ein Kunstwort aus dem Begriff Transmitter und Responder. Aus dem Englischen übernommen und soll so viel heißen wie der Antwortende. Quasi eine Antwortbarke kennzeichnen. Transponder, wir können uns merken, ein Satellitentransponder setzt das empfangene Signal von seiner Hochfrequenzlage in die des Sendepfads um. In aller Regel können die Transponder durch von einer Erdefunkstelle die Leitstelle ferngesteuerten Antennenwahlschalter mit diversen Empfangs- und Sendeantennen beaufschlagt oder gemultiplext werden. Moderne Fernmeldesatelliten arbeiten oftmals mit Dutzenden Transpondern und das kennen wir auch zum Beispiel vom TV-Rundfunkempfang. Und zu guter Letzt ein durchaus interessantes Detail, nämlich eine schöne bloße Vergleichszahl, das sogenannte Gütemaß. Das Gütemaß gilt als simple Vergleichszahl, als Figure of Merit. Es ist ganz allgemein das Verhältnis vom Empfangsantennengewinn bezogen auf den Isotropenstrahler zur Rauschtemperatur der Empfangsanlage in dB Kelvin ausgedrückt. Gütefaktor wäre dB Kelvin. Das Gütemaß auch, oder dB1 durch Kelvin, stellt sich mit steigendem Antennengewinn und sinkendem Empfängerrauschmaß immer größer dar. Steigender Empfängergewinn, geringeres Empfängerrauschen, geringeres Empfängerrauschmaß, besseres Gütemaß. Für exakte Betrachtungen sind das Umgebungsrauschen, Erde und Himmel ohne ohmsche Verluste zu berücksichtigen. Na und wenn wir da mal ein bisschen reinschauen, was denn das so in der Größenordnung darstellt, so ein typisches Satellitentelefon oder ein Taschenradio mit geringem Antennengewinn, 0 bis 3 dBi bei 1,6 GHz und 250 Kelvin Systemrauschtemperatur, merkt auch etwas noch vom Erdrauschen, weil die Antenne natürlich bei Weitem nicht so stark bündelt wie bei großen Systemen, wäre in der Größenordnung von minus 27 bis minus 30, 31 dB Kelvin. Mit einer ausklappbaren Antenne, die dann schon etwas mehr bündelt, so Patches oft, die zum Beispiel einige Zentimeter groß sein können, können wir erwarten, dass wir ungefähr 10 dB besser sind. Ein Inmarsat-Terminal, weil wir die vorher auch in den Mund genommen haben, mit einem Spiegel, da gibt es so Systeme, gerade auch für die Militärs zum Beispiel, wie ich sie schon ein paar Mal Fotos gesehen habe, die werden dann im Koffer ausgepackt und dann hat man den Spiegel dazu zur Kommunikation auch bei 1,6 GHz und über 20 dB Antennengewinn, hohe Nebenzipfelunterdrückung gegen das Erdrauschen und hohe Unterdrückung, die Mehrwegeeffekte, kleiner Rauschtemperatur, liegen wir in der Größenordnung von etwa 0 dBi pro Kelvin. Zu Hause unsere Satellitenempfangsanlage mit einer Parabolantenne. Viele verwenden einen 60 cm Spiegel, manche verwenden auch einen 90 cm Spiegel bei den 11 GHz.
mit so Größenordnung von 35 bis 39 dB-Antennengewinn sollte er machen und hoffentlich einen guten LNA vorne dran, wären wir bei so 14, 15 bis 20 dBi pro Kelvin. Tja, und die größtbare, schwenkbare Parabolantenne mit rund 100 Metern Durchmesser steht, wie könnte es anders sein, in Deutschland, in Effelsberg, das Radioteleskop Effelsberg, mit 71 dBi Antennengewinn, exemplarisch bei 5 GHz zum Beispiel, und einem sehr, die sind bekannt für ihre extrem rauscharmen Vorverstärker, da sind etliche Dissertationen, die auch da drauf verarbeitet wurden, sage ich einmal, ganz provokant, da liegen wir in der Größenordnung von der Spitze von 56 dBi pro Kelvin. Und wenn Sie zu Hause 54 oder 55 dBi pro Kelvin hinkommen, dann sagen Sie mir das bitte rechtzeitig, dann besuche ich Sie. Das schaue ich mir nämlich gerne an. Und damit habe ich ziemlich genau meine Stunde erreicht. Ich hoffe, ich konnte einen technischen Einstieg und Überblick geben und konnte ein bisschen die Technik im Hintergrund mit in den Vordergrund rücken, gerade zu einem so jubiläumsträchtigen Jahr mit 60 Jahren Satellitenfunkkommunikation. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich am Samstagnachmittag hier eingefunden haben und herzlichen Dank auch für die Ausrichtung und die wiedermalige Einladung zu heutigen Tagen um hier. Noch einen guten Samstagabend. Lieber Christian, schönen Dank. 56. dBi pro Kelvin. Ja. Für dich als VHF-Mann, glaube ich, ganz interessant und UHF-Mann. Vielen Dank auch, Christian. Möchte noch jemand etwas dazu sagen oder dazu beitragen aus seiner Erfahrung heraus? Ja, das ist genau das, was ich zuvor angesprochen habe. Bei zu viel Leistung regeln oft die Satelliten bewusst zurück oder machen stumm, damit sie nicht zugestopft werden. Ich höre aber die Frage nicht wirklich gut. Ich kann nur, die Frage war, glaube ich, ob was kaputt geht, wenn der Satellit mit zu viel Leistung angestrahlt wird. Das war die Frage. Ja, die Frage ist immer, was ist zu viel Leistung? Nicht? Das ist natürlich, irgendwo endet die Fahnenstange, aber wenn ich mit einem hohen Sendergewinn natürlich auf eine Empfangsantenne strahle, die ebenfalls einen extrem hohen Sendergewinn hat, und zusätzlich kann ich ja das Frontend irgendwann in Kompression führen, na, dann habe ich genau diesen Entfall, diesen Fall, dass ich zumindest zustopfe und den Satelliten oder den Transponder zumindest für andere Signale blind mache. Also darum ein bewusstes Zurückregeln. Super. Ja, freut mich. Vielen Dank, gerne. Schönen guten Abend. Wenn nicht, dann packe ich ein. Schönen guten Nachmittag.